Oh, was hätte wohl Schubert dazu gesagt? Das, puh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich denke schon, dass er das eher gut gefunden hätte. Glaube ich schon. Weil es einfach eine klangliche Bereicherung ist, denke ich. Schaut um das schöne grüne Band, dass es verbleicht hier an der Wand. Ich hab das Grün so gern, ich hab das Grün so gern. So Ja, wie wir auf diese Bearbeitung überhaupt gekommen sind, ist eine ganz lustige Geschichte. Wir haben vor etwa 2 Jahren in dieser Formation schon ein Kammermusikkonzert gemacht. Und damals hatten wir eine Bearbeitung von Herrn Tagmann von den Liedern eines fahrenden Gesellen von Mahler. Und da hatte er als Zugabe für dieses Konzert eine Nummer aus der Schönmüllerin, nämlich die Ungeduld, arrangiert. Und das hat mir und uns so gut gefallen, dass ich sofort gesagt habe: Mensch, da müssen wir die ganze Müllerin müssen wir unbedingt mal in dieser Version machen und ausprobieren, wie das geht, weil ich fand dieser Klang erinnert mich halt auch an frühere Kammermusikzeiten, unter anderem auch mit manchen Kollegen von hier, so Schubert-Oktett oder Beethoven-Septett, was ich wahnsinnig gerne gespielt habe. Oder ich denke auch an Mozart Gran Partita zum Beispiel. Das hat mir immer wahnsinnigen Spaß gemacht. Und jetzt in diesem Klanggebilde diesen Liederzyklus zu machen, das fand ich ganz reizvoll und das hat sich eigentlich auch bestätigt. Das macht großen Spaß und daraus entstehen natürlich auch neue Klänge und neue Klangbilder, die man dann wiederum auch für den eigenen Ausdruck benutzen kann. Und das finde ich hochinteressant. Was sucht denn der Jäger am Mühlbach hier? Bleib trotziger Jäger in deinem Revier. Hier gibt es kein Wild zu jagen für dich. Hier wohnt nur ein Rehlein, ein zahmes für dich. Dieses Arrangement, diese Version der Schönmüllerin unterscheidet sich kaum von der Originalversion mit Klavier. Wir haben hier bei manchen Liedern ein etwas längeres Vorspiel, dann gibt es manchmal so ganz kleine Kleinigkeiten auf der harmonischen Seite, die ein bisschen verändert sind, aber die man eigentlich kaum merkt. Und dadurch, ja, ich finde es. Für mich gewinnt es, weil natürlich auf dem Klavier, wenn man auf dem Klavier einen Ton anschlägt, dann verklingt er halt. Und diesen Instrumenten, Streichinstrumente, Blasinstrumente, da kann man halt Töne auch länger halten. Und dadurch ergeben sich andere Möglichkeiten. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, was ich besser finde. Beide Versionen haben ihren Reiz, glaube ich. Und trotz der 9 Instrumente, die man hier hat. Man muss natürlich etwas mehr absprechen, genau was man an welcher Stelle tun will, von den Tempi her, von den Verzögerungen und sowas. Das muss man genauer absprechen als mit einem Pianisten, der kann natürlich viel spontaner reagieren als 9 Leute. Und trotzdem von der Stimmgebung ist es eigentlich kein Unterschied. Ich versuche das genauso stimmlich zu machen, als wie mit Klavier.